Programm. Bei uns nun ist Herr Professor Thomas Forst. Herr Professor Forst ist leitender ärztlicher Direktor Clinical Research Services mit Dependancen in Mannheim, da ist das Headquarter, Berlin, Kiel und Wuppertal. Herr Professor Forst ist renommierter Forscher, auch Insulinforscher und hat an über 300 klinischen Studien mitgearbeitet, vor allem auch viele davon selbst geleitet. Herr Professor Forst, bevor wir in den Vortrag einsteigen, eine Frage an Sie. Was reizt Sie eigentlich an der Diabetologie und an der Forschung mit Menschen, die Diabetes haben? Hallo, ganz herzlichen Dank. Ja, ich glaube, Diabetes ist eine der chronischen Erkrankungen, die ja noch sehr viel Forschung erfordern. Ich glaube, wir können noch vieles besser machen. Und ich bin schon sehr früh mit Diabetes in Kontakt gekommen. Mein Vater war Typ 1 Diabetiker und das hat mich ein wenig geprägt, sowohl im Hinblick auf Insulininjektionen, die ich als kleines Kind schon eben beobachten konnte bei meinem Vater, aber auch die Herausforderung der Stoffwechselkontrolle, die diese Erkrankung eben mit sich bringt. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ja noch völlig anders als das, was wir heute haben. Und dennoch glaube ich, wir können noch vieles verbessern. Ja, das denke ich auch, Herr Professor Forst. Heute ist Tag der Diabetesaufklärung. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ihnen gehört der Bildschirm. Ja, danke schön, Herr Nuber. Und danke auch an diabetes.de. Es ist mir eine große Ehre, hier am Weltdiabetestag eben über Insulin zu sprechen. Und wir haben es auch schon gehört und die meisten von Ihnen werden es ja wissen, dass in dem Jahr, in dem Insulin eigentlich 100 Jahre wird. Ich selbst mache seit 30 Jahren Diabetologie, sehr viel Forschung. Sie sehen hier kurz meinen Conflict of Interest. Ich bin häufig für verschiedene Firmen tätig, die eben in der Diabetesforschung unterwegs sind, die Diabetesprodukte haben und darf auch verschiedene Firmen im Hinblick auf die Diabetologie beraten. Kommen wir aber nun zum Insulin. Und ich möchte erst noch mal ein bisschen darauf eingehen, wo kommt denn Insulin her? Was macht denn das Insulin in unserem Körper? Und das, was Sie hier sehen, ist eine sogenannte Langerhansche Insel. Und dort sind verschiedene Zellen drin für die Insulinproduktion, eben ganz wichtig die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren und dann sezernieren und in kleine Gefäße, die diese Inselzellen durchdringen, eben abgeben. Ein zweites Zellsystem, was ich aber erwähnen möchte, weil ich glaube, auch das spielt eine sehr große Rolle im Verständnis der Insulinwirkung, sind die Alpha-Zellen. Diese produzieren nicht Insulin, sondern diese produzieren das Glucagon. Und sowohl Insulin als auch Glucagon sind die beiden Hormone, die dafür verantwortlich sind, in unserem Körper die Glukosespiegel zu regulieren. Und man kann sich das schematisch ein bisschen so vorstellen, wenn eben dann die Glukose ansteigt, dann haben wir die Situation, dass die Beta-Zellen eben stimuliert werden durch diesen Glukoseanstieg und mehr Insulin in diese kleinen Gefäße zunächst mal freisetzen. Und genau andersherum, die Alpha-Zelle, die eben in der Nachbarschaft der Beta-Zellen sind, werden dann gehemmt und es wird weniger Glucagon eben in die Blutbahn freigesetzt. Und das sorgt dafür, dass der Zucker wieder sinkt und dass wir eben keine zu hohen Glukosewerte bekommen. Andersherum sinkt unser Glukosewert aber, funktioniert dieses System exakt andersherum. In dem Fall wird die Insulinfreisetzung aus den Beta-Zellen unterdrückt und gleichzeitig beginnen die Alpha-Zellen vermehrt den Gegenspieler des Insulins, das Glucagon, eben freizusetzen. Und das verhindert dann, dass der Zucker zu stark abfällt. Das verhindert die Hypoglykämie. Und diese Inselzellen, die eben hier dargestellt sind, die befinden sich in der Bauchspeicheldrüse, im Pankreas. Und von dort wird das Insulin oder auch das Glucagon dann in den Körper geleitet und gelangt zunächst erst einmal zur Leber.
und bewirkt eben hier, dass die Leber entweder vermehrt Glucose freisetzt oder die Glucosefreisetzung aus der Leber unterdrückt wird. Und wenn das Insulin dann die Leber passiert hat, dann kommt es ins Kreislaufsystem hinein, schwimmt über das Herz und wird dann in unsere Gewebe gepumpt. Und das ist vor allen Dingen dann das Gehirn, das ist die Muskelzelle, die Fettzelle, wo dann eben dieses Insulin dafür sorgt, dass die Glucose aus dem Blut und aus der interstitiellen Flüssigkeit in die Zellen gelangen kann und dort eben in Energie umgewandelt wird. Und was Sie hier so angedeutet auch sehen, ist, dass Sie zunächst mal ganz, ganz, ganz viel Insulin in diesem Pfortaderblut haben, also das Gefäß, was das Insulin zunächst zur Bauchspeichel, zur Leber bringt. Und danach ist die Konzentration des Insulins bereits deutlich verringert. Nun, wie kann man sich diese Insulinsekretion vorstellen? Und das ist hier mal schematisch dargestellt. Und wir haben eine gewisse Menge an Insulin, was immer freigesetzt wird, auch wenn wir eben nichts essen, keine Kohlenhydrate zuführen. Dieses Insulin ist eben dafür zuständig, die Insulin, dass die Glucose, die immer im Blut drin ist, auch ohne Essen, eben an die Zellen zu bringen. Wenn wir jetzt Nahrung zunehmen, die Kohlenhydrate, Glucose enthält, dann gibt die Beta-Zelle ganz automatisch dann diese sogenannten Mahlzeitenboli ab. Das Insulin geht hoch und verhindert eben, dass die Glucosewerte dann ansteigen. Die Insulinwirkung wird über sogenannte Rezeptoren vermittelt. Das sind solche Fühler, die von den Zellen ausgefahren werden. Und Sie sehen das mal hier schematisch dargestellt. Auf der linken Seite, das ist so ein Insulinrezeptor und das kleine Teilchen hier oben drin, das ist ein Insulinmolekül. Und Sie sehen hier dargestellt, diese Rezeptoren sitzen auf unseren Zellwänden. Und wenn das Insulin dann an einen solchen Rezeptor andockt, dann geht ein Signal über die Zellwand in die Zelle hinein und bewirkt dann, dass eben ein Signal in der Zelle ausgelöst wird, was dann verschiedene Wirkungen eben haben kann. Und ich habe Ihnen das hier mal ein bisschen schematisch eben auch dargestellt. Das ist eben Insulin, was an einen Insulinrezeptor geht. Wir haben dann diese Signalwege in der Zelle und eine Wirkung des Insulins ist dann, dass Transportsysteme für Glucose in die Zellwand transportiert werden und wir dann eben den Glucoseeinstrom in die Zelle haben. Insulin kann aber mehr. Insulin ist nicht nur ein Hormon, was bei uns die Zuckerwerte senkt, sondern Insulin ist auch ein Hormon, was zum Beispiel gefäßschützende Eigenschaften hat, wenn wir eben Zellsysteme betrachten, die in der Gefäßwand lokalisiert sind. Wir haben darüber hinaus Insulinwirkungen, die auch wachstumsfördernd sein können. Also Insulin ist sicherlich unser wichtigstes Hormon zur Blutzuckersenkung, aber Insulin hat auch andere wichtige Eigenschaften, wichtige Signalwirkungen in unserem Körper. Und wir haben es schon erwähnt, wir haben 100 Jahre jetzt die Möglichkeit, Patienten mit einem Diabetes mellitus mit Insulin zu behandeln. Und wir verdanken das eben hier im Wesentlichen diesen beiden Herren, Banting und Best, die eben vor 100 Jahren die Insulintherapie ja nicht erfunden haben. Sie haben gesehen, dass wenn man Hunden die Bauchspeicheldrüse mit diesen langerhanschen Inseln entfernt, dann geht der Zucker hoch, weil eben keine Insulinproduktion mehr vorhanden ist. Und führt man dieses Insulin aus diesen Bauchspeicheldrüsen den Tieren wieder zu, dann sinkt der Blutzucker. Und das war der Beginn der Insulintherapie. Und in 1922 wurden dann die ersten Patienten tatsächlich mit Insulin behandelt
Patienten mit einem Typ-1-Diabetes, die eben schwerst krank war, schwersten Insulinmangel hatten. Und bis 1922 war der Typ-1-Diabetes tatsächlich eine tödliche Erkrankung, weil eben keine Insulintherapie vorhanden war. Und es gibt sehr viele Geschichten, die sich eben dann um diese ersten Menschen ranken, die mit einer Insulintherapie behandelt wurden, die für mich immer sehr berührend sind. Und ich möchte Ihnen eine kurz hier auch erzählen. Was Sie hier sehen, ist Charles Evans Hughes. Nicht jeder wird ihn kennen. Er ist aber durchaus ein berühmter Mann in den USA. Er war mal Gouverneur von New York. Er war später mal Präsidentschaftskandidat in den USA, hat aber verloren, war aber später dann auch nochmal Außenminister in der USA. Und er hatte ein Enkelkind, das ist Elisabeth, und die litt unter einem Typ-1-Diabetes, den sie mit 11 Jahren bekommen hat. Und sie hat das relativ lange noch überlebt. Sie war dann 1922 immerhin schon 15 Jahre und war noch am Leben. Sie sehen das aber hier. Sie hatte nur noch 20 Kilogramm, war schwerst karektisch. Und dann erfuhr Charles Hughes von eben diesen Versuchen in Kanada mit Insulin. Und er brachte sie hin und sie wurde dann mit Insulin behandelt und er sagte, einfach zu wunderbar, um es in Worte zu fassen. Und Elisabeth wurde 74 Jahre alt, brachte selbst 3 Kinder zur Welt und keines ihrer Kinder erkrankte an einem Diabetes. Nun, seit 22 ist dann viel passiert und Sie sehen das mal hier, diese Abschnitte. Wir hatten ja zunächst die tierischen Insuline, eben aus Bauchspeicheln, Drüsen gewonnen von Schweinen, von Rindern im Wesentlichen. Es kamen dann später erste Verzögerungsinsuline, Basalinsuline. Wir konnten dann Humaninsulin in den 80er Jahren erstmals herstellen. Und Sie alle wissen, heute verfügen wir über eine Vielzahl modernster Insuline, Analoginsuline, sowohl für die Mahlzeiteninsulinsubstitution, aber auch für die Basalinsulinsubstitution. Im Wesentlichen ist es aber so, dass wir die Insuline klammern, wir die inhalativen Insuline, die eingeatmet werden, mal aus. Im Wesentlichen führt der Weg des Insulins in unserem Körper, aber über die subkutane Applikation, über die Injektion in das Unterhautfettgewebe. Und was passiert dann? Insulin liegt normalerweise in 6er-Blöcken vor. Wir nennen das auch sogenannte Hexamere, also immer 6 Moleküle von diesem Insulin lagern sich aneinander um Zinkionen herum. Und das ist ein Zustand, in dem dieses Insulin eben nicht von unserem Körper, nicht aus unserem Unterhautfettgewebe aufgenommen werden kann, sondern diese 6er-Blöcke müssen zerfallen in 2er-Blöcke, Dimere oder Einzelmoleküle, Monomere. Und wenn wir das Insulin in das Unterhautfettgewebe spritzen, dann haben wir eben diese Situation, es kommt zunächst als 6er-Block in diesem Gewebe an. Diese 6er-Blöcke zerfallen langsam, zerfallen dann eben in die Dimere, in die Monomere, die dann in die Gefäßwand penetrieren, durch die Gefäßwand hindurch schlüpfen können und dann mit dem Blutstrom eben zu den Zielgeweben transportiert werden. Und wenn wir das mal über die Zeit betrachten, wie eben diese Insulinmoleküle dann in die Blutbahn kommen, dann sehen Sie das hier dargestellt. Nach der Injektion dauert es eine Zeit lang, bis so die ersten erscheinen im Blut. So nach 3, 4, 5 Stunden haben wir ein Maximum und dann entleert sich dieses Depot, was im subkutanen Gewebe ist. Das, was Sie hier sehen, ist die Kurve für ein Humaninsulin, was man einfach ins subkutane Gewebe, in das Unterhautfettgewebe appliziert, was dann eben aufgenommen wird und verbraucht wird. Wenn wir uns das aber anschauen zu dem, was die natürlichen
Insulinspiegel im Blut machen, und ich komme nochmal zu diesem Schema zurück, dann sehen wir, wenn wir ein solches Insulin spritzen, bekommen wir Kinetiken, Kurven der Insulinwirkung, die in etwa so, sehr schematisch, aber in etwa so, so darstellbar sind. Und es ist unschwer zu erkennen, dass das mit der Freisetzung des Insulins, den Wirkkurven des Insulins, die wir haben, wenn die Beta-Zelle den Job übernimmt, relativ wenig zu tun hat. Und wir haben daher Insuline über die letzten Jahrzehnte, seit 1922, immer wieder versucht zu modifizieren, zu verändern, so dass diese Aufnahme aus dem subkutanen Gewebe doch näher an das rankommen kann, das, was normalerweise unsere Beta-Zelle macht. Und dann haben wir Insuline eben kreiert, die schneller aus dem subkutanen Gewebe eben aufgenommen werden können, durch leichte Veränderungen in dieser Eiweißstruktur dieser Insuline. Und die meisten von Ihnen werden die kennen. Das sind die drei schnell wirksamen, die es eben zurzeit gibt. Und was ist anders an diesen Insulinen? Was verändert diese kleinen Modifikationen in der Eiweißstruktur? Das bedingt, dass wenn wir diese Insuline eben in das subkutane Gewebe spritzen, dass diese dazu neigen, sehr viel schneller in Dimere, also in Zweierblöcke, in Einerblöcke zu zerfallen und dann eben sehr viel schneller auch in die Blutbahn penetrieren können und damit schneller an den Zielzellen ankommen. Und das ist hier nochmal schematisch dargestellt. Sie sehen, das ist schneller da, es hat schneller sein Maximum, es ist aber auch schneller weg. Und das hat verschiedene Vorteile für die Therapie. Ein Vorteil ist der schnelle Wirkeintritt und damit die Verhinderung der postprandialen Hyperglykämie. Ein anderer ist der schnelle Wirkabfall. Und das hat eben den Vorteil, dass wir hier schneller weniger Wirkung haben, weniger Wirkung Stunden nach der Mahlzeit und damit ein geringeres Risiko haben, dass zwischen den Mahlzeiten eben auch Unterzuckerungen auftreten. Das heißt, wir haben mit diesen Modifikationen der schnell wirkenden Insulinanaloga eine Situation, dass wir eben jetzt Kurven generieren können, die besser oder näher an das herankommen, was unsere Beta-Zelle machen würde nach einer Mahlzeit. Aber wir sind immer noch nicht schnell genug. Und deswegen hat man versucht, weitere Modifikationen an diesen Insulinen vorzunehmen, um noch schneller aus dem Unterhautfettgewebe in die Blutbahn zu kommen, um einen noch schnelleren Wirkeintritt und einen schnelleren Wirkabfall zu erreichen, so wie eben der Insulinbedarf nach einer Mahlzeit ist, konnte aber durch Modifikation der Eiweißstrukturen hier keine Verbesserung mehr erreichen. Und man hatte dann die Insulinformulierungen verändert, indem man diesen Flüssigkeiten, in denen das Insulin ist, Substanzen zugesetzt hat, die diesen Prozess nochmal beschleunigen. Und wir haben jetzt diese noch schneller wirksamen, ganz modernen Mahlzeiteninsuline, die uns eben in die Situation bringen, jetzt perfekter, nicht perfekt, aber perfekter, dann die Insulinbedarf nach einer Mahlzeit eben nachzuhören. Darüber hinaus haben wir zunächst mal Verzögerungsinsuline, Basalinsuline konstruiert. Eins, was Jahrzehnte tatsächlich quasi geführt hat, war das NPH-Insulin. Wir haben heute viele andere neue Insuline, Basalinsuline, die sehr lange wirken. Also genau das Gegenteil. Wir haben Insuline konstruiert, die nicht schneller aus dem subkutanen Gewebe aufgenommen werden, sondern langsamer aus dem subkutanen Gewebe aufgenommen werden, um eben über diesen Weg eben die Basalrate nachzuahmen. Und Sie sehen, dass man hier dargestellt ein modernes Basalinsulin, was in der Regel einmal täglich gespritzt hat, mit den modernen Insulin-Analoga für die Mahlzeitensubstitution, bringen uns von dem Profil, was wir hier sehen, schon deutlich näher heran an eine Kinetik, wie wir sie vom Insulin kennen, wenn eben kein Diabetes vorliegt, wenn die Beta-Zelle eben ihren Job macht.
Und wir werden in Zukunft möglicherweise auch Insuline noch sehen, die noch langsamer wirken. Das sind Insuline, die in der Entwicklung sind, die eben einmal wöchentlich appliziert werden können und dann eine Woche lang eben für einen konstanten Basalinsulinspiegel sorgen. Natürlich müssen wir zusätzlich dann für Mahlzeiten noch die schnell wirksamen spritzen, aber es könnte sein, dass wir eben das Basalinsulin nur noch einmal die Woche oder vielleicht sogar einmal im Monat spritzen. Nun, das andere, was wir haben, und das ist, glaube ich, genauso wesentlich wie moderne Insuline, ist, wie bringen wir denn Insulin in unseren Körper hinein? Und ich hatte das ganz am Anfang erwähnt, ich bin relativ früh mit dem Diabetes in Kontakt gekommen durch meinen Vater. Und von daher, was Sie hier sehen, diese Spritzen zur Insulinapplikation kenne ich tatsächlich durch meinen Vater. Und das war in der Tat unschön, aber tief beeindruckend, wenn eben mit diesem Werkzeug hier Insulin in das Unterhautfettgewebe injiziert wurde. Und ich glaube, das Grausamste, was wir damals hatten, waren eben die Nadeln für die Insulininjektion. Sie sehen das mal hier dargestellt, das ist so ein Ding. Und die wurden hunderte Mal verwendet und wurden einfach nach jedem Gebrauch ausgekocht. Ich erinnere mich daran, da stand dann wirklich der Kochtopf auf dem Herd und dort drin waren die Spritzen in kochendem Wasser. Also das war sehr hierarchisch. Und Sie sehen auf der rechten Seite, das ist eben so eine Insulinpumpe, das fing mal so an. Und Sie alle wissen, wir haben heute Gott sei Dank eine ganz, ganz andere Situation. Wir haben moderne Insulininjektionsgeräte und das ist nicht banal. Das sind Wunderwerke der Technik und das sind eben auch im Hinblick auf diese mittlerweile sehr kurzen, sehr feinen Nadeln Entwicklungen, die, glaube ich, wesentlich die Lebensqualität von Patienten mit einem Diabetes eben doch verbessert haben. Und wir haben auf der rechten Seite eben Insulinpumpen, die ja so ein bisschen die Basalinsuline ersetzen, weil wir keine Basalinsuline mehr brauchen. Die Pumpe ist die Basalrate, der Garant für die Basalrate und wir führen dann über die Pumpe eben auch das prandiale Insulin zu, indem wir Boli freisetzen. Was ist der große Vorteil einer Insulinpumpe? Und Sie sehen das hier nochmal dargestellt. Ich hatte Ihnen erzählt, das ist so eine Basalinsulinfreisetzung der Beta-Zelle. Das ist aber falsch. Die ist nicht wirklich so flach und konstant, wie Sie hier sehen. Der Basalinsulinbedarf schwankt über den Tag. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Beim einen kann man das mit Basalinsulininjektionen ganz gut in den Griff bekommen. Bei anderen stellt sich das sehr herausfordernd dar. Eine echte Basalinsulinrate von der Beta-Zelle könnte beispielsweise so aussehen. Wir haben eben relativ wenig Insulinbedarf in der Nacht, der Morgen und am Nachmittag durchaus mehr. Und das ist unter Umständen mit einer Basalinsulininjektion, egal ob man einmal spritzt, zweimal spritzt, einmal wöchentlich spritzt, kaum darstellbar. Das können wir aber mit Pumpen erreichen. Mit Pumpen erreichen, indem wir hier einfach die Basalraten programmieren und so sehr viel näher an diesen Bedarf herankommen und dann haben wir eben unsere Boli, die wir abrufen können und damit dann eben auch die Prandial-Insulinbedarf abdecken über die Pumpe und nicht über eine separate Injektion. Der ganz große Manko, den wir haben, ist, dass das Insulin, das wir ins Unterhautfettgewebe spritzen, quasi eine Wirkkurve hat, die völlig unabhängig davon ist, wie unsere Glukosewerte sind. Das Insulin, was wir ins Unterhautfettgewebe spritzen, ist im Prinzip völlig unkontrolliert und diffundiert dann in die Blutbahn hinein nach diesen Diffusionskriterien, nach dem Zerfall dieser Sechserkomplexe, egal ob der Blutzucker gerade hoch oder niedrig ist. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, eigentlich wäre mein Traum, dass wir in den nächsten Jahren Insuline haben, die nur dann wirken, wenn sie gebraucht werden. Nur dann, wenn der
Zucker hoch ist, eine Wirkung machen und nicht wirken, wenn die Werte eher normal sind oder wir sogar niedrige Glukosewerte haben. Ein bisschen machen wir das ja schon immer. Wir passen die Insulindosis an den Glukosewert, den wir zum Beispiel durch eine kapilläre Glukosemessung eben haben. Und das ist verbessert worden. Das ist verbessert worden eben durch das, was uns Herr Kröger vorhin schon gezeigt hat. Wir haben heute Systeme, die extrem zuverlässig und genial kontinuierlich die Glukose messen können. Und wir können jetzt eben dadurch, dass wir sehr viel mehr Informationen über unseren Glukoseverlauf haben, sehr viel besser auch festlegen, wie viel Insulin wir brauchen. Unsere Dosis viel fundierter tatsächlich auskalkulieren und dann injizieren. Und das ist der Grund, warum wir mit diesen kontinuierlichen Zuckermesssystemen im interstitiellen Gewebe eben tatsächlich sehr viel bessere Einstellungen bei unseren Patienten hinbekommen. Und wir wissen, dass es eben jetzt auch Systeme gibt, wo wir dann diese Messsonden, die Sie hier sehen, dann direkt mit Pumpen eben koppeln und jetzt die Pumpe kontinuierlich eine Information bekommt, wie die Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit ist und dann die Pumpe selbst kalkuliert, wie die Insulinzufuhr zu steigern oder auch zu reduzieren ist aufgrund der kontinuierlichen Glukosemessung über den Sensor. Das sind fantastische Systeme und das ist ein Quantensprung in der Therapie des Diabetes mit Insulin. Und es gibt viele dieser Systeme, die mittlerweile eben vorhanden sind. Und ich gehe noch ein bisschen drauf ein, da könnte man allein Stunden drüber sprechen. Es ist wirklich für mich ein gewaltiger Schritt in die Zukunft eben einer physiologischen, einer natürlichen Zufuhr des Insulins, jetzt gesteuert tatsächlich von Glukosewerten, die reell sind. Und das ist hier mal dargestellt. Das sind so verschiedene Kurven. Sie sehen in Grau oben, das sind Kinder und Jugendliche, unten, das sind Erwachsene. Und in Grau ist so die Glukoseschwankungen, wenn man einen Sensor hat und eine Pumpe, aber keine Kopplung macht, also man selbst noch die Werte einstellt und dann so ein bisschen pink untersetzt. Das ist dann, wenn tatsächlich der Sensor und die Pumpe kommunizieren und dann eben hier die Kontrolle übernehmen. Und Sie sehen, das wird insbesondere die Fluktuation, die Schwankungen der Glukose werden hierbei deutlich reduziert. Wir haben jetzt die Diskussion, die immer mehr entbrennt, sollen wir Systeme verwenden, die eben jetzt lediglich Insulin haben in der Pumpe? Oder wäre es sogar noch genialer, wenn wir außer dem Insulin in der Pumpe dann noch andere Hormone einsetzen, wie das von mir erwähnte Glucagon beispielsweise, was eigentlich ein Hormon ist, was Unterzuckerung verhindern kann. Also wir hätten dann ein Pumpensystem mit Sensor und eine Pumpe, die, wenn der Wert hoch geht, Insulin abgibt und wenn der Wert runter geht, Glucagon abgibt. Also wir hätten fast eine künstliche Insel, die eben hier von einem Glukosesensor gesteuert wird. Und Sie sehen mal, das sah am Anfang sehr heroisch aus. Oben links, das war ein ziemlicher Aufwand, aber Sie sehen jetzt rechts dargestellt, das ist so ein System, was jetzt doch schon deutlich näher am Markt ist und eben genau eine solche Funktion vielleicht irgendwann in der Zukunft übernimmt und damit die Glukosekontrolle noch mehr in den Griff bekommen kann. Wir denken aber auch über andere Systeme aus. Nicht über Pumpen, die glukoseabhängig gesteuert werden, sondern über Insuline, die selbst wissen, wann sie wirken sollen und wann sie nicht wirken sollen. Die wurden auch mal als Smart-Insuline bezeichnet. Und die ersten Ideen waren, dass wir Glukose in dieses Unterhautfettgewebe spritzen, das Insulin aber gekoppelt ist an bestimmte Eiweiße. Und in dieser gekoppelten Form ist dieses Molekül dann zu groß, um durch die Gefäßwand zu kommen. Das heißt, das Insulin liegt im subkutanen Gewebe, kann aber nicht ins Gefäß hinein.
Wenn jetzt die Glucose, die Zuckerwerte ansteigen, dann verdrängt, dann drückt die Glucose das Insulin von diesem Eiweiß weg. Und dann können die Insulinmoleküle in die Blutbahn hinein diffundieren und jetzt den Zucker wieder senken. Ein glukoseabhängiges Insulin, was subkutan appliziert wird. Das funktioniert. Das funktioniert und hier sind so ein paar Modelle, die das mal ausprobiert haben. Also man kann solche Moleküle konstruieren. Man kann die sogar so konstruieren, dass man relativ genau einstellt, ab welchem Glukosewert tatsächlich dieses Insulin freigesetzt wird und damit die Möglichkeit hat, in die Blutbahn zu kommen und Zucker zu senken. Auf der anderen Seite gibt es Pflastersysteme, die eben in diese Richtung gehen und eben auch hier versuchen, solche Möglichkeiten zu schaffen. Hier ist das mal dargestellt. Sie haben Pflaster, da sind so Noppen dran, das ist noch nicht ganz non-invasiv, also das sind so kleine Peaks dann in der Haut. Und das Insulin ist quasi an diese Noppen fest angebunden und wenn jetzt eben hier wieder die Glukosekonzentration im interstitiellen Bereich eben steigt, dann wird das freigesetzt, kann diffundieren, hier unten nochmal schematisch dargestellt, diffundiert wieder in die Gefäßwand oder durch die Gefäßwand ins Blutsystem und wird dann zu den Zielzellen transportiert. Das Ganze, wie gesagt, ist in Tierexperimenten erprobt, funktioniert sehr gut. Wir haben bei vielen dieser Systemen das große Problem, dass eben die lokale Verträglichkeit doch zu wünschen übrig lässt. Zum Beispiel bei diesen Lektinen, die dann sehr oft nach der subkutanen Injektion doch erhebliche Reaktionen ausgelöst haben, sodass der Weg nicht wirklich bisher erfolgreich beschritten werden konnte. Im vergangenen Jahr wurden jetzt neue Systeme eben vorgestellt und das sehen Sie mal schematisch hier dargestellt. Das ist jetzt ein Insulinmolekül, das verändert seine Struktur. Vereinfacht gesagt, haben wir normale Glukosewerte, klappt dieses Molekül zusammen und kann dann, was ich Ihnen gezeigt hatte, nicht mehr mit dem Rezeptor, das geht nicht mehr dran, das funktioniert nicht mehr. Nur dann, wenn jetzt der Glukosewert ansteigt, wir eben eine Hyperglykämie bekommen, dann bedingt diese erhöhte Glukosekonzentration, dass dieses Insulin sich entfaltet, das klappt auseinander. Und jetzt nach diesem Entfalten kann dieses Insulin an seinen Rezeptor gehen und dann seine Insulinwirkung eben auslösen, wie eben beispielsweise die Glukosesenkung. Und es war auf dem amerikanischen Diabeteskongress ein hochinteressanter Vorgang von einem Kollegen, der gesagt hat, wenn wir diese Insuline nehmen würden, die sich quasi selbst regulieren und würden die noch in ein Closed-Loop-System hineinbringen, dann hätten wir wahrscheinlich eine Glukoseregulation auch beim Typ-1-Diabetiker, die mit nichtem mehr der Kontrolle einer Glukosewerte bei einem Nicht-Diabetiker hinterhersteht. Und ich komme daher jetzt auch zu meiner Zusammenfassung. Modifikation der Insulinmoleküle und Formulierung, die wir über Jahrzehnte jetzt betrieben haben, führen uns näher an eine natürliche Freisetzung. Die Glukoseabhängige, und das ist unser Ziel für die Zukunft, hat das Ziel, Insulindosis und Insulinwirkung an den aktuellen Glukosespiegel anzupassen, um so Über- und Unterzuckerung komplett eben zu vermeiden. Und die Idealform der glukoseabhängigen Insulinwirkung wird eine 100%ige Normalisierung des Glukosespiegels ohne jegliches Risiko für Unter- und Überzuckerung ermöglichen. Und ich glaube, dass mit diesem Closed-Loop-System, also den Pumpen, mit mechanischen Systemen, mit Sensor und Pumpe, aber auch mit diesen neuen Ideen für glukoseabhängige Insulinwirkung, dass dieses Ziel durchaus erreichbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Faust, für die vielen wichtigen Informationen. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Zeit, zu Fragen zu stellen. Deswegen bitte ich auch um kurze Antworten. Eine Frage aus dem Chat ist, was ist denn zugelassen und wirkt schneller als Fias? Naja, es gibt jetzt, das Fias ist ja eins dieser ultraschnell wirksamen.
Das ist, und wir haben zwei davon. Das eine ist eben das Fias, das andere ist Lyumjev. Das sind die beiden schnellsten brachialen Insuline, die wir haben. Und die sind eben so schnell, weil man die Lösung oder die Formulierung, in dem das Insulin drin ist, verändert hat, modifiziert hat. Sie sprachen in Ihrem Vortrag von wöchentlichen Basalinsulin bis gar monatlichen Basalinsulin. Sie sprachen von glukosesensitiven Insulinen. Sind Sie selbst denn an solchen Forschungen beteiligt? Wie realistisch ist das und wann? Nein, diese einmal wöchentlichen Basalinsulinen, die gibt es im Prinzip schon. Sie sind nur noch nicht im deutschen Markt, werden aber kommen, das ist außer Frage. Die monatlichen sind noch in der Entwicklung. Und die Glukoseabhängigen, wie gesagt, da hatten wir quasi zunächst mal dieses Modell, in dem man das im subkutanen Gewebe reihweise festhält. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinbekommen, weil dort die lokalen Reaktionen eben an der Injektionsstellung eigentlich nicht zu tolerieren sind, die wir bisher haben. Aber diese ganz neue Technologie mit diesem zusammenklappbaren Insulin, die wäre eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Aber da sind wir ganz am Anfang. Also da müssen wir 4, 5 Jahre sicher noch drauf warten. Sind denn Ihre Erfahrungen als jemand, der sehr viele Studien leitet oder auch mitbeteiligt ist, sind denn Ihre Erfahrungen heute auch dahingehend, dass mehr Patienten und deren, sagen wir mal, Lebensqualität in Studien mit einbezogen werden? Haben Sie damit? Ja. Ja, das hat in den letzten Jahren eine ganz wichtige Bedeutung gewonnen. Und natürlich ist die Glukosekontrolle, Hypoglykämie-Risiko, wie gut können wir Komplikationen verhindern, nach wie vor ein Ziel, dass wir das immer weiter verbessern. Aber man hat auch die Lebensqualität der Patienten in den letzten Jahren zunehmend eben als ein wichtiges Kriterium erkannt. Und es wird eigentlich in allen Studien miterfasst. Dann, Sie sagten, dass vielleicht neben Insulin weitere Hormone eventuell zugeführt werden können, sodass das dass der Körper das macht, fast wie bei einem Gesunden. Ist es denn realistisch, eine Frage aus dem Chat, dass Patienten sich zwei Katheter legen? Ja, durchaus. Also ich glaube nicht, dass das was wird, was jetzt jeder Typ 1 Diabetiker sich irgendwann mal mit zwei Kathetern oder mit diesen dualen Systemen. Aber es gibt immer wieder Patienten, die kriegen wir auch mit einem Closed Loop System nicht vernünftig eingestellt, die haben immer noch große Probleme. Und bei denen könnte dann in meinen Augen so ein duales System nochmal einen Schritt weiter sein in einer, ja, Normalisierung der Glukosewerte und darüber aber vielleicht auch, obwohl es zwei Katheter sind, die liegen zu einer Verbesserung der Lebensqualität tatsächlich. Sie hatten ja sehr beeindruckend dargestellt, die Familie Hughes. Und die zeigt natürlich auch, dass der Diabetes und die Geschichten von den Menschen leben natürlich. Sie sagten, Ihr Vater hat selbst Typ 1 Diabetes gehabt. Sie wissen auch, dass die Rolle der Angehörigen heutzutage natürlich eine ganz andere ist. Wie ist denn, können Sie noch mal ein paar Sätze sagen zu Ihnen, wie Sie Ihren Vater und den Typ 1 Diabetes in der Familie erlebt haben? Es war sehr belastend. Es war sehr belastend, die Situation. Und ich erinnere mich noch relativ gut daran, was auch für die Familie am belastenden waren Unterzuckerungen. Und das war damals nicht selten. Zu der Zeit, als mein Vater Typ 1 Diabetes hatte, gab es noch gar keine Glukosemessung. Es gab nur die Glukosemessung im Urin zu der Zeit. Und ich erinnere mich noch, mein Vater hat dann seine Urintests gemacht. Ich musste die dann immer mitmachen. Habe mich immer gefragt, warum wird es bei ihm grün und bei mir nicht. Später habe ich erkannt, mein Vater hatte furchtbare Angst, dass ich auch Typ 1 Diabetes bekomme. Und deswegen musste ich es auch machen. Aber das Interessante ist, mein Vater war immer beruhigt, wenn es grün ist. Wenn er wusste, der Zucker ist hoch, weil er dann keine Angst vor Hypos hatte. Wenn das Ding nicht grün war, hat er lieber noch was gegessen. Also das war schon, ja, das war schon sehr belastend. Herzlichen Dank für diese offenen Worte. Sie stehen mit Ihrem Insulinvortrag heute ja in einer sehr, sehr guten Tradition, denn ganz genau heute vor 100 Jahren, an seinem Geburtstag, an seinem 30. übrigens, hat Banting seinen ersten Insulinvortrag an der Universität Toronto gehalten. Heute sind wir 100 Jahre später mit einem Insulinvortrag zum Weltdiabetestag zur Aufklärung mit Ihnen am Start. Welche Schlagzeile würden Sie denn, und zwar nicht erst in 100 Jahren, sondern vielleicht in einem oder in 10 Jahren selbst verkünden zum Thema Diabetes? Ich glaube, dass wir dem Typ 1 Diabetes und dem Typ 2 Diabetes zunehmend den Schrecken nehmen. Aber wir sind nicht am Ende. Wir können noch viel mehr.